Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich begrüße euch recht herzlich im Namen der DIDF, Interkulturelles Forum und unserer Vorstand. Herzlich willkommen. Heute sind wir alle für ein wichtiges Ereignis in unserer Migrationsgeschichte hier. 50 Jahre Migration. Seit der erste Zug aus Sikkeje mit vollem jungen Gastarbeiter abfuhr, sind schon 50 Jahre vergangen. Der Zug, der nur für eine kurze Zeit an der Station Deutschland halten sollte, fuhr nie wieder zurück in die Heimat, sondern wollte immer landeinwärts in den neuen Unbekannten leben. Als 1961 die ersten Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen, konnte vielleicht niemand ahnen, welche Konsequenzen dies mit sich bringen würde. Jetzt nach 50 Jahren leben inzwischen 4 Generationen hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weil in den 60er Jahren in Deutschland Arbeitskraftmangel herrschte, erhoffte man sich Hilfe aus den Mittelmeerländern. Und es wurden Anwerbeabkommen, darunter auch mit der Türkei, unterzeichnet. Heute wollten wir diesen Jahrestag zum Anlass nehmen und und unter dem Motto gemeinsam leben, gemeinsam feiern, eine schöne Abend verbringen. Bevor wir jedoch anfangen, möchten wir Ihnen einige Informationen über unsere jungen angehenden Künstler und die von uns vorgetragenen Musikstücke vermitteln. Hier bei DIDF werden seit 15 Jahren den Kindern und Jugendlichen der Umgang mit der Sass, der Gitarre und mit den dazugehörenden Liedern verständlich und zeitgenössisch vermittelt. Unserer Meinung nach sind Freundschaft, Liebe, Akzeptanz, Toleranz und Respekt die wichtigsten Grundsätze, die beachtet werden müssen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Kulturen miteinander leben wollen. Anatolien ist also ein Gebiet, in dem nicht nur Türken gelebt haben, sondern wo auch viele Zivilisationen und Völker aufeinander trafen. Dieser Zustand hat teilweise heute noch Bestand. Die Menschen, von denen wir berichten, haben ihre Freuden, Leiden und andere Gefühle in Liedern ausgedrückt. Diese unterschiedlichen und von einzelnen selbst entwickelten Musikstücke wurden von umherreisenden Volkssängern von einem Ort zum anderen getragen, verbreitet und gingen somit in die Volksmusikgeschichte ein. Die seit dem 12. Jahrhundert in Anatolien bekannte Sass, auch langhalsanatolische Laute, ist wohl das berühmteste und beliebteste Instrument in Anatolien und dient heute als eine kulturelle Brücke zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Meine Damen und Herren, hier sind unsere Gruppen. Sängern gearbeitet. Er unterrichtet in Norddeutschland in den Vereinen und Institutionen anatolische Volksmusiklehre, volkstümliche Instrumente und Gitarre. Er lehrt uns jedoch nicht nur das Spielen des Sass und der Gitarre, auch in moralischen und privaten Angelegenheiten hat er stets einen Rat und einen Grundsatz für das Leben für uns bereit. Unser Lehrer und Dirigent, Herr Cenk Sakatos. Das erste Stück stammt aus Nord- und das nachfolgende aus Ostanatolien. Beide erzählen die Geschichte von Menschen, die für die Menschheit etwas Gutes getan haben. Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an. Thank you.
Mahsuni, der in seinen Liedern die Ungerechtigkeit und Willkür, Unterdrückung und Ausbeutung, Ausgrenzung und Stigmatisierung sowie religiöse Dogmen anprangerte, Gerechtigkeit und Recht, Wohlstand und Menschenrechte für alle, Respekt gegenüber Andersdenken und Andersglauben forderte, ist nun nicht mehr unter uns. Aber er wird mit seinen Liedern weiterleben. Die folgenden Lieder, die wir Ihnen vortragen möchten, stammen von ihm, dem berühmten Volksdichter Jahre Mahsuni. Wir haben versucht, einen Part seines Liedes zu übersetzen. Der Gott hat uns zwei Augen geschenkt, um zu sehen und zu lachen. Soll ich das sehen und weinen? Der Tapfer braucht heute Trockenkugel. Soll ich das sagen oder besser schweigen? Oh.
Cengiz Akataş, daha mı onu mal etmiştim?
wird ein Teil auf Deutsch und ein Teil auf Türkisch, wenn es geht, weil ich habe gehört, auf Deutsch wurde schon einiges gesagt. Wir feiern heute, oder wir gegnern heute bis dem 50. Jahrestag der Migration aus der Türkei. Wir wissen alle, oder die früheren, ich habe hier sehr viele junge Leute gesehen, die eher von der zweiten Generation sind. Aber wir wissen, dass wenn man an Migration denkt, zunächst einmal immer an Einsamkeit und Sehnsucht und bittere Eindrücke dann in Erinnerung kommen. Die ersten Jahre war das sicherlich unumgänglich, aber nach 50 Jahren, denke ich, sind wir an einem anderen Punkt. Wir haben andere Interessen, wir sind weitergekommen, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, auch wenn es einige nicht anerkennen wollen, von der Politik, von der herrschenden Politik, aber nichtsdestotrotz kann man die Wahrheit nicht leugnen. Was haben wir? Was sind unsere gegenwärtigen Interessen? Ganz klar, Zukunftschancen, Arbeit, Bildung, Umwelt, das sind unsere gemeinsamen Interessen, wo wir alle auch gemeinsam dazu stehen müssen, heute feiern, morgen gemeinsam auf die Straße gehen und unsere Forderung kundtun. Und ich denke, auch dieser Tag wird ein Beitrag dazu leisten, dass wir hier mit deutschen Kollegen und Freunden zusammen sind, mit älteren und jüngeren Generationen. Das finde ich gut und ich möchte auch unseren Verein hier in Braunschweig wirklich danken, dass wir so eine gute Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank. Shit.